Und da sind wir auch schon wieder zurück zu Let's Play Rhapsody, a Musical Adventure. Ja, nachdem wir jetzt den Holy Stone in der letzten Folge erhalten haben, bleibt jetzt natürlich noch die Frage, wie geht's hier weiter? Wir müssen auf jeden Fall hier in Oasis irgendwas machen. Wir wissen, ja, weil Etoil ist ja in Oasis in die Innotium-Mine gedüst und hat die Mine hinter sich versiegelt. So dass wir da eigentlich nicht reinkommen. Und die einzige Person, die einen Schlüssel hat, ist gerade auf dem Weg, um. Wie heißt sie jetzt? Sir Rosenqueen, also sprich Etoils Vater, darüber zu informieren, dass sie misst, dass sie sich da eingesperrt hat. Die Frage ist jetzt bloß: Wo zum Henker finden wir ihn? Das ist jetzt die große, große Frage. Wir könnten mal wieder nach Hause gehen, vielleicht kriegen wir hier eine Info von unserem Opa. Ja, das wissen wir. Meine Mutter hatte auch die Fähigkeit. Okay. Gut, hier ist nichts. Wäre aber auch zu simpel gewesen. Jetzt geht also die große Suche nach Herr Rosenqueen los. Ja, das wissen wir, dass Polanski im Tower der Weisheit lebt, im Turm der Weisheit lebt. Aber es ist halt immer noch die Frage, was... Wie kommen wir jetzt in die Mine rein? Wie gesagt, die einzige Person, die einen Schlüssel hat, sucht gerade nach dem Vater von Etoil. Wir wissen, Etoil ist aus Mother Green. Das heißt also, wenn überhaupt, müsste der Vater ja hier irgendwo sein. Nur wo? Das ist die Frage. Hier haben wir unser liebes Pärchen und unseren Schifffahrer, der uns hier rübergebracht hat. Das... Na... Okay, der lässt mich nicht vorbei. Gehe ich halt erstmal woanders hin. Das hier ist ja auch wieder nur der Laden. Deswegen ist jetzt nämlich die Frage, wo ist der Vater von Etoil? Wo könnte der sein? Eigentlich... Ja, dass hier im Dorf nirgendwo sein kann. Meiner Vermutung, oder? Ist er das? Nein, das ist er nicht. Dann bleibt uns wohl doch nichts anderes, als das Schloss erstmal abzusuchen. Und wahrscheinlich bin ich wieder komplett auf dem Holzweg, aber da werdet ihr mich mit Sicherheit drüber aufklären können. Ich werde jetzt einfach mal das Schloss noch ein kleines bisschen absuchen. Wo hier die Vorausscheidungen und so weiter zu dem Turnier waren, was weiß ich was. Da schon mal nicht. Das war das. War das das Badezimmer, wo wir rauskamen? Das ist der Punkt hier. Mal weiter umschauen. Ja, out of order. Und wenn wir hier reingehen, sind wir wieder hier in dem tollen Kellergewölbe. So weit waren wir jetzt schon. Gute Frage, gute Frage. Wo ist Mr. Rosenqueen? Könnte man einen Film von machen mit dem Namen? Ah, hier sind die Vorausscheidungsräume, die habe ich gesucht. Da ist er nicht. Da ist er auch nicht, weil die sehen ja alle so auch aus wie ein kleines Wohnzimmer. Und wie gesagt, irgendwo muss Herr Rosenqueen ja abgeblieben sein. Auch wenn ich keinen blassen Schimmer habe, wo? Du kannst es mir wahrscheinlich auch nicht sagen, oder? Nein. Du regst dich nur auf, dass du putzen musst, weil andere Leute Dreck machen. Gehen wir hier runter. Das war irgendwie zu erwarten, dass hier unten wieder nur ein Training, das Training stattfindet. Gott, wie soll man den denn finden? In die Mine kommen wir nicht rein, weil sie abgeschlossen ist. Um den Schlüssel zu kriegen, müssen wir den Typ finden, der versucht, Herr Rosenqueen zu finden. Das heißt im Umkehrschluss, wenn wir Herr Rosenqueen finden, finden wir auch den Schlüssel. Weil die wissen ja wenigstens, wo er ist. Zumindest vermute ich, dass sie es wissen. Nee, Kirche. Oder kannst du mir irgendwas sagen darüber? Glauben wir an Gott? Ja. Eigentlich nicht wirklich. Also zumindest bin ich nicht unbedingt gottgläubig, aber das lassen wir jetzt mal außen vor stehen. Das hat ja hier nichts damit zu tun. So. Ist hier oben irgendwas? Nee, Waffenlager nur und eine Puppe zum Reden. Hauptsache, ich stelle jetzt mal einfach das komplette Schloss auf den Kopf. Aber...
Er ist hier ja nirgendwo. Ihr könnt mir wahrscheinlich auch nichts darüber sagen. Nee. Und da oben, da hinter dem Turm, ist ja auch nichts. Gut. Ich bin offiziell überfragt, wo Herr Rosenqueen sein könnte. Habe ich das da gerade richtig gesehen oder war das jetzt nur ein Knick in der Optik bei mir? Ne, da steht doch ein riesiger Baum. Okay. So, kannst du mir irgendwas erzählen? Hä? Der Toll ist doch gar nicht da. Oder ist hier irgendwo doch ein Hauseingang, den ich bisher noch nicht gefunden hatte? Nee. Nö, ganz eindeutig nicht. Es sei denn der hier, und da kommen wir ja nicht rein, weil der auch zugebaut ist. Oh Mann. Ja, das ist unser Fanclub-Raum, da brauchen wir nicht wirklich drüber nachzudenken. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Captain Chip, ja. Nein, er ist nicht faul. Er hatte nur andere Sorgen. Ja, Golonzo, das passt natürlich. Das ist jetzt wirklich die Frage. Oder... Ne, im Ancient Forest kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gehen wir nochmal zum Tower of Wisdom. Mal gucken, ob wir hier irgendwelche neuen Infos kriegen. Und wenn nicht, dann wird das die kürzeste Folge, die ich bisher wahrscheinlich jemals aufgenommen habe. Einfach nur aufgrund dessen, weil ich gerade null Plan habe, wie es weitergeht. Und jetzt kann ich nicht mal abhauen. Wollt ihr mich ärgern oder was? Jetzt kommen wir schon bei so leichten Gegnern und dann dürfen wir nicht mal weglaufen. Ach komm, das sollte selbst sie schaffen, oder? Ja. Einige Gegner? Ich weiß nicht. Sie hat vorher mehr Schaden bei Stärkeren ausgeteilt. So. Nein, wir haben es nicht vergessen. Ja, danke, dass du uns heilst. Es war aber jetzt auch nicht wirklich nötig. Gut, das heißt, Herr Rosenqueen ist definitiv auch nicht hier. Ihm gehört die Mine, das wissen wir ja auch. Aber das hilft uns ja nun auch nicht wirklich weiter. Mit den Dorfbewohnern hier hatte ich ja auch schon mit allen geredet. Also, wie geht's weiter? Ich könnte mir mal mit der Puppe hier reden. Vielleicht hat die eine Idee. Good care of me. Nein. Das war auch nicht wirklich eine brauchbare Information. Kannst du mir noch irgendwas sagen? Du kannst Opa nicht finden. Ne? Ihr wisst auch nicht, wo euer Opa ist. Das ist der Shop. Hier kriegen wir nicht wirklich Infos, denke ich mal. Cape Hope. Okay, das ist schon mal ein Hinweis. Das Cape Hope. Also, wenn ich das übersetzen würde, würde ich jetzt so sagen, Kap der Hoffnung, aber... Nee. Das wäre dann hier unten eh irgendwo. Vermute ich mal. Turm von den Ninetales. Der Wald. White Snow. Mir lässt das keine Ruhe. Irgendwo müssen wir noch eine Info herkriegen. Ja, dass sein Enkel einen Schlüssel zur Inotium-Mine hat, wissen wir. Und von dir wissen wir, dass sie sich in der Mine eingeschlossen hat. Und jemand los ist, um Herr Rosenqueen Bescheid zu sagen. Ja, vor ein paar Tagen haben die Leute angefangen, aus der Mine zu verschwinden. Aber wir kommen ja nicht rein, um die ganze Sache zu untersuchen. Denn die Tür ist verschlossen. Die hat nämlich, ja, wie gesagt, Etoile hinter sich dicht gemacht. Oh, nett. Und wie gesagt, die einzige Person, die ja scheinbar einen Schlüssel hat... Ja, okay, wir könnten eigentlich mal auf der Suspension Bridge gucken, ob wir den Typ da vielleicht abfangen. Ich frage mal überhaupt nicht, aber... Naja. Ja, sobald die Brücke runtergelassen wurde, sind sie alle drüber gerannt, das ist klar. Das überrascht jetzt auch nicht wirklich, wenn du mich fragst. Mir lässt das echt keine Ruhe.
Ich bin echt am Überlegen, wie es da weitergeht. Vor allen Dingen, da hinten kommen wir auch noch irgendwie rüber. Da bin ich auch überzeugt von. Wenn man hier schon so runterlaufen kann, werden wir irgendwann mit Sicherheit auch noch schwimmen dürfen. Eistempel, Red Hot. Alte Städte abzulaufen wird uns aber wahrscheinlich auch nicht wirklich weiterhelfen. Nee. Das ist storymäßig abgeschlossen. Bukett hilft uns auch nicht wirklich weiter. Warte mal, Cape Hope, genau, das hat sie da doch angesprochen in dem Dorf. Wollen wir uns doch jetzt hier nochmal umsehen. Einfach mal gucken. Irgendwie, alleine, dass da jetzt dieses Cape Hope erwähnt wurde, macht mich ein wenig stutzig. Ich wüsste zwar nicht, warum die hier sein sollten, aber unmöglich ist es ja nicht. Warte mal. Wir sollen 5 Steine besorgen. Wir haben hier 5 Wege. I see what you did there, Game. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier am Cape Hope dann irgendwas mit unseren tollen Steinen machen müssen. Dass das irgendwie eine Anspielung drauf war. Mal gucken, können wir hier irgendwas machen? Nee. Gut, das wird dann definitiv ein späterer Anlaufpunkt im Spiel. Habe ich zumindest so als Vermutung. Das ist die Cat's Eye Mine. Wir könnten ja nochmal nach Blue Cat gehen, aber ich glaube auch nicht, dass uns das wirklich weiterhilft, oder? Ja, dass wir hier keine blauen Katzen finden, wissen wir. Zack. Schauen wir hier vorbei. Lässt uns jetzt eigentlich aufs Schiff? Ein ziemlich großer Typ fragte mich nach dem Wasserstein vor einiger Zeit. Ich habe ihm gesagt, der Wasserstein ist mit einem Schiff mit dem Namen Whaleburst auch vor 5 Jahren untergegangen. Dann rate mal was. Dieser Typ ist in den Ozean gesprungen und ist keine Ahnung wohin geschwommen. Ich hoffe, er versucht nicht den Wasserstein zu finden. Gut, das ist zumindest schon mal eine gute Info, die wir brauchen können. Wasserstein? Wenn du nach Schätzen suchst, dann häng doch einfach mit den Piraten ab. Weil alle Schiffe hier in dem Hafen sind belegt. Gut, wo ist hier ein Pirat? Ich bin im Völkerbuffet. Ja, okay, vor 5 Jahren. Aha! I see what you did there, Game. Das heißt, wir haben jetzt also theoretisch auch die Möglichkeit, wahrscheinlich hier schön durchzugehen, das Piratenschiff zu finden und mit dem Piratenschiff dann auf die Suche nach dem Wasserstein zu gehen, weil das war nämlich was ja sowieso noch fehlte. Und deswegen würde ich doch mal sagen, wir schauen einfach mal. Aha, gefunden. Hä? Was willst du hier? Das hier ist kein Ort für jemanden wie dich. Geh nach Hause. Nein. Ich will da durch. Gut. Also hier dürfen wir auch noch nicht hin. Wir haben also 2 der 5 Steine, die wir brauchen. Wir haben Holy. Wahrscheinlich als Ersatz für den Donnerstein. Wage ich jetzt mal so zu behaupten. Und wir haben den... Was war's? Feuerstein. Den Firestone müssten wir haben. Das heißt, es fehlt noch Wasser, Erde und Wind. Wo könnten wir den Erdstein denn da... Der ist jetzt aber nicht hier im Ancient Forest, oder? Was den Erdstein angeht. Ich meine, wir wissen, wir kommen hier in dieses komische Gewölbe. Könnte der Erdstein wirklich hier sein? Besteht wirklich diese Möglichkeit? Ich meine, wenn ich mir die Gegner angucke, eigentlich Level 10. Eigentlich weniger, aber man weiß ja nun nie, ne? Ob es nicht doch sein kann, dass der hier irgendwo ist. Wir müssen ja irgendeine Möglichkeit haben, an diesen besagten Erdstein dran zu kommen. Und Wasserstein haben wir jetzt den Tipp gekriegt. In Blue Cat die Piraten, das ist klar. Wir haben jetzt mittlerweile den Firestone von dem Salsa Volcano und wir haben aus White Snow den, beziehungsweise aus dem Turm der Ninetales,
den Holystein aka Donnerstein. Den haben wir, das sind zwei. Wir wissen, hier in der Oasis gibt es den Windstein. Wir kommen aber im Moment nicht rein, weil ich Herr Rosenqueen und damit auch den wahrscheinlich Schlüsselträger für die Mine nicht finde. Wir wissen ebenfalls, der Wasserstein ist im Blue Cat. Oder beziehungsweise zumindest hier irgendwo im Meer abgesoffen. Mit einem Schiff vor 5 Jahren, aber das Piratenschiff liegt ja zumindest schon mal davor. Die Cat's Eye Mine haben wir ja nur gebraucht für den Tower of Wisdom und Cape of Hope wird wahrscheinlich der Punkt sein, wo wir dann die 5 Steine brauchen. Das lässt natürlich jetzt die Vermutung zu, dass entweder in Wonderwoods irgendwo ein Stein ist, weil da gibt es auch eine Höhle, wo wir bisher nichts machen konnten. Oder hier im Ancient Forest. Wir wissen, wie gesagt, auf jeden Fall 2 Steine haben wir. Oasis ist Wind in der Mine und in Blue Cat geht es auf jeden Fall vermutlich weiter für den Wasserstein, so wie sich die Geschichten zumindest anhörten. Das heißt natürlich, wo müssen wir jetzt hin? Ich bin überfragt, vielleicht könnt ihr mir helfen, Leute. Wäre schön, wenn ich von euch ein paar Hinweise kriege. Und ich werde an dieser Stelle das Video dann auch beenden. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen, von euch einen Hinweis darauf zu kriegen, wo es jetzt wie weitergeht. Denn ich habe es jetzt schon mehrfach ausgeführt, man hat es gesehen in Blue Cat, mit den Piraten können wir im Moment nichts machen, die jagen uns von ihrem Schiff weg. Vielleicht habe ich aber auch noch nicht mit dem richtigen NPC geredet. Oasis für die Inotium-Mine mit dem Windstein. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo Sir Rosenqueen ist. Oder auch nur der den Schlüssel hat. Ich weiß es nicht. Abgesucht haben wir fast alles. Bis auf die Wonderwoods. Also Leute, wenn ihr eine Idee habt, wo es ist, lasst es mich wissen. Sonst bis zum nächsten Video. Alles Gute und tschö tschö.